Hallo und herzlich willkommen, ich stoße auf meinen Kanal. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Runde Wolf-Transporte. Ja, ich hoffe, geht es euch gut. Ist jetzt alle gut drauf? Und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind am Sonntagabend, meine lieben Spaßfreunde, kurz vor 10 Uhr. Wir machen uns jetzt hier Abfahrt bereit. Ich habe die Abfahrtskontrolle gemacht. Oder den einen oder anderen Zuschauer werden auffolgen, ja, auffallen. Wir sind mit einem anderen LKW unterwegs. Ich habe jetzt am Wochenende mit der Elena tauscht. Die hat meinen übernommen. Und ich habe den ihrigen übernommen. Der hat jetzt so 36.000 um. Der meine, die hat 34.000 um. Weil sie fährt die weiten Strecken. Und dann habe ich gesagt, sie die große Zugmaschine, also die große Kabine nehmen wir. Und die nimmt die kleine Kabine. Damit das hier und meine Frau ein bisschen eben auch den Luxus haben, was das Fahren angeht. Grüße gehen nochmal raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und an die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir in die Wolf-Transporte gefunden habe und ich hoffe, ich kann ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehen natürlich an meinen Abonnenten, an den lieben Sabius. Herrn Hooper geht natürlich raus an die lieben Sabius, genauso als wir an den lieben Mike und an Eric Privatmail. Genauso wie Grüße natürlich rausgehend an meinen YouTube-Kollegen hier an erster Linie, an meinen Freund, an meinen Mentor hier auf YouTube. An den Meister der Classic Trucks, an Tracker Andal, an Micha von der ETL auf Achse, an Christian von der ETL auf Achse, an Hermann M. von den HM-Transporten, an Maisi on the Road, an JJ on Tour, an Stefan on the Road, an Harry Dion, an die virtuellen Trucker Stories, den lieben Badora, die spielt eine. Und an die ganzen anderen lieben Kollegen, die was hier bei mir verlinkt sind, schaut mal bei einer vorbei, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar. Und natürlich, meine lieben Sportsfreunde, wer Lust und Laune hat, der kann mich natürlich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus die Wolf-Transporte weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Wir sind unterwegs nach Banja Luka mit Kokosöl, Kokosnussöl zum Pravin-Transporte. Elena hat uns nämlich noch geladen. Dann schauen wir mal, wie es dann da unten weitergeht. Wie gesagt, wir werden jetzt mit den Clan unterwegs sein, weil ich einfach die Einstellung als Chef habe. Meine Fahrer sollten da ein bisschen, wenn schon weit die Strecken fahren, wie gesagt, ein bisschen Qualität haben, dass sie das Wochenende außen schlafen müssen. Ist eine große Kabine feiner. Aber natürlich auch meine lieben Sportsfreunde. Eine Ökostatistik wieder verlinkt, weil wir haben Ende des Monats, wir haben Ende einer Woche. Am Ende einer Woche. Jetzt fahren wir da schnell durch und dann gehen wir das durch. Ich hoffe, dass SCS hier mal mit den Wagen einmal sich was einfallen lässt. Irgendwie größere Kontrollen oder sowas. Das hat mir nämlich auch mal ganz gut getan. Nur ausfahren und drüber fahren für lau wird mit der Zeit auch langweilig. Okay, lass uns eine neue Route finden. Braucht man nicht, Helga.
So. Statistik kommt gleich. Wie es mit den Wolftransporten ausschaut. Dazu muss ich nochmal noch andere Möglichkeiten nehmen, weil da ist ja eigentlich diese für Baustellenfahrten auch ausgelegt. Da hätten wir jetzt dann auch mal die Möglichkeit für einen anderen Kunden zu fahren und seinen Auflieger zu ziehen. Schauen wir, ob wir das brauchen, aber wir hätten es. Blaulicht, ah, okay, den kann dann aussetzen. Ja, das ist wie im richtigen Leben, was schon, da muss man wieder komplett vom Gas hochgehen. Gell? So, meine Sportfreunde, die Statistik, die sagt mir, wir haben ein Einkommen gehabt von 36.779 Euronen in der letzten Woche. Das macht ein Plus aus auf der vorigen Woche von 6.167 Euro. Wir haben ausgeben an LKW-Wartung 1.086, 14.022 Euro haben wir an Löhnen auszahlt, 7.213 Euro haben wir an Diesel ausgeben. Das war ein wöchentlicher Profit gewesen von 14.458 Euro, täglicher Profit von 2.065 Euro. Da sind wir auch weit im Plus gegenüber von der vorigen Woche. Das heißt, wir haben einen monatlichen Profit gehabt, wenn ich die ganzen Profite zusammenzähle, von 51.520 Euro. Das heißt wiederum, wir haben ein generelles Einkommen gehabt in diesem Monat, also im Ingame-Monat Mai, von 124.416 Euro. Das heißt, wir haben um 6.022 Euro und mehr Einnahmen gehabt, als wie im Ingame-Monat April. Soweit, so gut, mein Ingame-Sportsfreunde. Das Ziel für die Woche ist, wir müssen ein bisschen an John unter Beobachtung halten. Jetzt nicht so viel, weil er fährt ja eh eigentlich ganz gut rein und ganz wenig aussehen. Man wisst ja, es kennt ja die Problematik, wenn es so einen Umsturz und mit dann hier mit der Ingame-Woche hier, so rum ist richtig, endet auch die Probezeit von John. Und dann schauen wir mal, wie es nämlich ausschaut. Also, das sage ich nur, für den einen oder anderen, die was das interessiert. Bei der Bank haben wir jetzt nur 820.000 Euro offen. So. Und natürlich, mit jedem Tag, mit jeder Woche, was vergeht, steigern sie die Fahrer natürlich. Und natürlich gehen dann auch die Einnahmen nachher nach oben. Jetzt hat der eine oder andere sagen vielleicht, ja, HP, die kleine Hütte ohne Spoiler, das ist nicht so geil. Ja, mag sein, aber bei mir ist so, ich habe nämlich genau mit sowas angefangen, mit den niedrigen Hütten. Ich habe vorhin gerade einen ganz normalen Spoiler gehabt, die was es ja damals bei der F2000 gegeben hat. Bei der F90 ja, nur vorhin den kleinen Spoiler auf.
nur sagen, ich bin die Hütte gewohnt. Für mich als Chef klappt das vollkommen. Dass man dies so hinnimmt. Ich möchte ein bisschen, so ein bisschen auf Oldschool zurückgehen. Wichtig ist ja jetzt, dass man weil wir ein bisschen mehr Westbalkan nachgekommen, dass man da einen guten Kunden auftand. Hoppala, da vorne steht schon, gell? Aber ich würde mir sagen, wenn ich Schluss bin, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns dann am nächsten Tag wieder. Bis gleich. Meine lieben Schlossfreunde, jetzt nehme ich hier wieder zum Sonnenaufgang mit. Entschuldigung. Jetzt wird es ein bisschen heller. Und jetzt auf das Spiel ein bisschen besser. Wir sind an Laibach vorbei, auf dem Weg nach Zagreb. Und hier unten. Ist noch einmal eine schnelle Übernachtung machen, aber wir schauen jetzt, dass wir da mal so weit wie möglich mit einer Fahrzeug kommen. Wir haben zwar umgefragt bei Pravin, so was haben für uns. Am Freitag, aber da haben wir natürlich noch ein paar Rückmeldungen gekriegt, aber sie wissen, dass wir kommen. Vielleicht haben sie etwas für uns in den Frachtmarkt. Oder vielleicht halt einer von unseren anderen Partnern. Entschuldigkeit, jetzt haben wir einen Frosch im Hals, gell? Dadurch, dass wir auf der A51 gesehen habe ich die Euronet-Map nicht drin. Schau, der Kollege denkt den nächsten mit. Ich schaue gerade, dass es ein bisschen mehr Gas da gibt. Dann kann er wieder hinten reinfahren. Schießer Sonnenaufgang. Ich fahre selber viel bei der Nacht. Also mein Real-Life-Job als Tankfahrer. Ich finde das halt richtig, richtig cool, wenn dann die Dinge aufgeht, die Sonne aufgeht. Können wir noch ein bisschen? Schauen wir, vielleicht können wir bis zu vielleicht 8. So 7, 8, 9, 2 Stunden noch. Wahrscheinlich hätte ich jetzt da wie die anderen abbleiben können, aber. Fahren wir über einen alten Grenzposten.
19. Stunden braucht, hat man nur. Machen wir doch die Pause. Schnell die Pause. Nimm ihn zur Armit. Da tun wir. Ich hab keine Ladung finden können. Okay. Also im Original, also falls man es auffällt eben, ich meine, wie ich schon gesagt, im Original hätte es dann dort zwei Zeiten. Das ist die vorher gerade nicht gelassen. Also das heißt, jetzt ich nie Pause mache, nie mit meinem MAN fahre. Ob jetzt dort ganz normal, wenn ich jetzt Anfang der Schichtzeit bin und Anfang der Fahrzeit bin, habe ich da so meine Zeit. Mache ich irgendwann einmal Pause, wenn ich die 45 habe, schiebe ich die eine Fahrzeit nach unten und umfange dann rein. So ist vom Original Armaturenbrett her. Aber wir sind ja in der Simulation immer. Das passt ja gut. Machen wir doch, Helga, machen wir doch. Also, und ich hoffe halt, vielleicht komme ich da auch in die Kommentare korrigieren, der was bis hierhin geschaut hat. Ich hoffe halt, wenn ich jetzt viel Ladungen im Westbalkan unnehme, dann kriege ich auch viel mehr Ladungen im Westbalkan. Weil ich habe jetzt zum Beispiel viel Ladungen, die wo es jetzt zum Beispiel nach Frankreich geht, obwohl dass ich nämlich nie so viel nach Frankreich gefahren bin. Aber wahrscheinlich, wenn ich nicht über Frankreich gefahren bin, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass ich da ein bisschen das Gegengewicht jetzt ein bisschen steuern kann, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt mehr im Westbalkan, dass ich da die Wirtschaft da im Spiel, keine Ahnung, kann man die beeinflussen oder nicht. Dass ich die ein bisschen beeinflussen kann. Es ist nämlich gut, dass das SCS das so macht, dass man einen Haufen Erweiterungen hat. Aber wenn man im Frachtmarkt dann nachher die Ladungen in dieses Gebiet findet oder keine kriegt, dann ist das. Dann kippt man einfach schwer in dieses Gebiet. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen schau jetzt aber, dass ich jetzt mehr eben verstärkt im Westbalkan unterwegs bin. So wie die Elena, die fährt jetzt verstärkt nach Litauen auf, in Litauen. Die fährt aber viel nach Riga auf. Der Alex und der Thomas, die fahren so Deutschland, Holland, Benelux, was mir so aufgefallen ist. Weil ich schaue ja also drin einmal, was meine Fahrer ja so machen, wie die unterwegs sind. Der John fährt auch so Ungarn, Slowenien fährt der viel. Schaut da nix. Schon wieder was ein. Und der Level Up ist aufgekommen, schau. Das passt ja her. Oh. Geht kurz zu dir hin, schau. Das geht doch dahin, wo der andere ein bisschen.
aus dem Minus fährt, von da wieder bis zum Bus, dann gleicht es ja ein bisschen schön aus. Ja, so als kleine Spedition ist man halt, gell? Da muss man halt kämpfen. Jeden Cent hier am Frachtmarkt. Ich persönlich da ja viel mehr als gern für den Brabant-Transport da unten von. Der Brabant ist auch in Deutschland ansässig, aber hier unten im Westbalkan. Ich sag mal generell, also nur so fürs Verständnis, ich sag mal, wenn man Frachtmarkt, wenn die Ladungen aussah, was Richtung Westbalkan geht, oder vom Westbalkan Österreich, verstehst du, dass, dass ich da so ein bisschen einen Wechsel in der habe? Oder ich fahre halt ein oder zwei Frachten für den Westbalkan. Das geht da unten nicht ganz gut, weil es halt wieder nach, von Kroatien nach Bosnien geht oder von Bosnien nach Albanien geht. Da bin ich mit der Kapotagebestimmung jetzt nicht so. Das beeinflusst mich jetzt nicht so. Ja, haben wir jetzt da die Kosten von der Maut. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass früher oder später das SCS das für Deutschland und Österreich die Maut auch noch einführen wird. Irgendwann wird das kommen, dass dann der Überkopf weiser machen. Ich weiß, da hat es früher einen Mod gegeben für das. Der Mr. German Truck hat das einmal vorgestellt. Sind wir jetzt gewesen? Ja, Kroatien. Ich habe mich steckt. Ja, früher morgen, ich nehme ja früher morgen auf und da ist mit einem Denken jetzt. Ein bisschen sportlich und mit Humor und dann geht die Samen in den Sport. Oh! Schitte, das haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, zumindest die Ladung ist passiert. Also passiert da das im Originalen, dass die Balken wegdrucken bei dir und generell alles so auf jeder drin. Aber wir haben es ja nicht gesehen. Ich habe wirklich nur auf das Buschlook und geschaut, ich habe gar nicht gesehen, dass der Schrank nur dass er zugeht. So.
Ich sollte vielleicht eher ausschlafen, als mich da sehen. Das ist wirklich, ich nehme dann auf, wenn ich gleich aufstehe. So, da steht einer. Dann fangen wir da einfach. So, ein bisschen. Hello! Schauen wir mal, ob wir die Röntgenstation nehmen müssen. Thank you very much. Bye bye. Aber der Brustkuppeltreter schaut schon gut aus. Jetzt muss ich schräg sitzen. Vorhin schon wieder zwei ineinander, weil es nicht aufpassen können. Was ist mit dir? So, da ist die. Gas, Gas, mein lieber Freund, Gas! Konzentration auf die letzten Meter. Bis 21 Uhr können wir beim Bravino Lona. Das ist schon mal gut. Besser, ich würde so sagen, besser, wir sind zu früh da, als wird, dass wir zu spät kommen. Ich oder ist das grün? Das ist rot, das ist, dass die Polizei nicht von. Das wird ziemlich immer. Bada, 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 so. Jetzt hat's. Thank you.
So, ich gehe jetzt meine schnell fragen mit dem Sicherheitscheck und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. So, mein Schloss, da bin ich schon wieder. Es geht ganz gut. Letztes Tor, hat er zu mir gesagt. Letztes Tor. Soll ich aufhören? Da werde ich gleich mit dem Stapler abgeladen und habe mir auch gleich die Papiere mitgegeben. Es geht nach Nürnberg. Mit Computerprozessoren. Hier sind Teile angekommen. So, schauen wir mal, wo wir weiter parken in der Folge. Was willst du? Das letzte Tier, das paar Rampen mal gesagt geben. Haben wir den nochmal da so. Übers rechte Eck drehen wir nochmal um. Also meine Lieblinge da mit dem rechten Eck. Dafür ist die erste Aufnahme, die da hat. Ja, sag einmal. Bis jetzt mit dem Sodel ist übers rechte Eck auch nicht so leicht. Aber Fenster auf. Da sind wir schon mal am gröbsten vorbei, bis zu mir einschlagen. In den Zaun. Lass mal schauen, wie schaut es da hinten aus? Ah, ja, das geht sich schon, das geht sich schon. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen gerade rum. Jawohl, geht sich aus. Jetzt. Andere Seite. Oder schon da. Schau, sind wir aber super hinkommen, oder? Hervorragend. So, meine Sportsfreunde, das war's aber für diese Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat. Da kann ich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus die Wolftransporte weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mir meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunden, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.